Hey, liebe Leute, egal wie langweilig ihr den Anfang finden solltet, bleibt dran, es lohnt sich, denn wir treffen in diesem Video tatsächlich einen Fuchs. Wir starten heute mit der Bob an den Tegernsee. Und der Frank ist auch mal wieder mit dabei. Warum lachen die jetzt schon wieder? Ich werde ausgelacht. Wegen der Bob. Ja, weil du es nicht kennst oder sowas. Ah, die lachen über meine Kamera. Ganz schön gemein. Naja, auf jeden Fall machen wir eine coole Wanderung zum Schliersee. Und da gibt es sicher tolles Panorama und einen super Weg. Deswegen nehmen wir euch mit. Bleibt dran. So, Frank macht schon die erste Jausenpause. Wir haben zwar nur drei Weißwürste und anderthalb Brezen gegessen, aber es hat nicht ganz gereicht. Und damit sind wir auch schon angekommen bei der Haltestation Tegernsee, direkt am Tegernsee natürlich. Die Wanderung geht eben, wie gesagt, jetzt hier vom Tegernsee bis zum Schliersee rüber, über zwei Gipfel. Wird also wirklich cool. Schaut mal, was für ein cooles Haus. Euer Ehepärchen. Wolltest du es jetzt offiziell machen? Nein, danke. So, jetzt haben wir perfekte Aussicht über den Tegernsee. Da oben ist unser Ziel. Die Spitze mit der Kirche drauf. Und jetzt gibt es erstmal eine kurze Pause. Ja, Pause bedeutet für jeden etwas anderes. Und so zeigen uns die zwei Mädels hier, was yogamäßig alles möglich wäre, währenddessen Frank und ich einfach in der Wiese abflätschen. Und über den Kreuzweg können wir jetzt noch unsere Sünden abbüßen. Der schlängelt sich ganz schön hier rauf. Aber es ist echt schön. Was sagt der Frank? Ja, stimmt. So, jetzt sind wir auf den letzten Metern. Die Bergziege hat sich wieder vorangesetzt. Er möchte sich gerne Steinbock nennen. Für mich bleibt es aber die Bergziege. Aber auf jeden Fall sind wir jetzt angekommen am ersten Ziel. Mit traumhafter Aussicht vermutlich. Ja, jetzt gleich mal erspähen. So. Ja. Servus. Ja, mega, oder? Sehr schön. Schauen wir einmal drüber. Wahnsinn. Sehr, sehr geil. Und? Super schön. Das ist heute unser Tourguide übrigens. Wie geil ist das denn bitte? Da denkt man, man ist auf mega überlaufenden Pfaden unterwegs und auf einmal begleitet einen ein Fuchs. Unglaublich, oder? Also richtig cool. Seht ihr ihn? Da ist er nämlich noch da vorne. Sag, wo es lang geht, geradeaus. Sehr geil. Das ist echt witzig, wie unser Haustier. Ja. Jetzt geht er. Es kommen neue Leute, jetzt reicht's, sagt er. So, da hoch geht es noch für uns auf den Baumgartenschneid. Unser finaler Hochpunkt und dann geht es nur noch runter zum See. Und gerade eben gibt es noch einen kleinen Boxenstopp. Hier gibt es erst oben.
Ja, wir sind oben. Baumgarten schneit. Und wir haben gerade einen Jodler gehört. Kriegen wir den nochmal? Yeah! Wunderbar. Und hier ist unsere Aussicht. Da drüben ist der Wendelstein. Da waren wir erstmal. Haben aber nicht gefilmt, muss ich gestehen. Ja, sehr, sehr cool. Und das ist aber noch der Tegernsee da unten. Tegernsee, Schliersee kommt da hinten irgendwo. Das ist der Tegernsee und der Schliersee kommt erst. Passt. Dann hat es mir so, dass die eine Orientierung noch nicht ganz genau ist. Der Frank hat nicht zu viel versprochen. Da ist es, das gute Stück. Am Gipfel gibt es Bier, hat er gemeint. Gibt es zumindest einen Radler. Aber hier gibt es Hummus-Ziegenkäse. Wow. Und Reis. Mega. Nicht schlecht. Dein Futter ist hier, Johanna. Wir sind doch nicht süß. So, wir sind am Tegernsee gestartet. Riederstein. Baumgarten. Stimmt, perfekt. Und jetzt sind wir da bei ihrem Standort. Und dann geht's runter zum Schliersee. So, da sehen wir ihn. Jetzt ist es der Schliersee. Vom See zum See. Aber jetzt habe ich gerade gehört, müssen wir leider schon abzweigen nach links Richtung Bahnhof. Bahnhof. Im Morgengrauen hat niemand noch gesehen. Kennst du jemanden in der Bau? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Wobei ich die Lieder eigentlich ganz geil finde. Steht nicht mal angeschrieben, frech. Ja. Ach, gemein. Da sehen wir nochmal ein Stück See. Sieht sehr idyllisch aus. Möglichkeit zum Reinspringen sehe ich aber gerade keine gut. Ja, schon Gerüste. Und da kann man her von da drüben. Na, hier auch geil. Da fährt schon einer mit dem Bötchen, aber den haben wir gerade verpasst. Da vorne. Ah nein, Stand-up-Paddle, was sonst. Ein Sup. Oh, reinfliegen möchte ich da aber auch nicht unbedingt. Der Boden sieht gar nicht so einladend aus. Ist nicht so tief. Hier warten schon einige Bötchen auf ihren Einsatz. Sehr geil. Krass. So groß ist doch der See gar nicht. Es hat leider geschlossen. Aber ich habe schon gehört, da müsste man sonst reingehen. Naja, mega. Da haben wir nochmal perfekten Blick. Oh, was ist da los mit dem Gimbal? Hallo? Oh. Ja. Jetzt läuft es besser. Haben wir noch mal einen perfekten Blick auf den See, wie gesagt. Sehr cool. Ja, jetzt haben wir uns noch kurz am See niedergelassen, bis der Zug kommt. Sehr, sehr fein hier. Echt geil. Lässt sich aushalten. In meinem nächsten Leben wechsle ich auf Tierfilme. Schaut euch das mal an. Fuchs, Taucherle, alles dabei. Oh je. Vielleicht paaren sie sich. Dann kann ich sogar Tierpaarungsfilmer werden. Nein, erstmal nicht.